Okay, scheiße, ich bin geliefert, wenn ich jetzt hier nicht wegkomme. Getötet. Zumindest kann ich noch den zweiten Blitzschlag finden. Jetzt bekomme ich auch Sengen, was das Ganze noch ein bisschen einfacher macht. Das Problem ist einfach, wir sind gerade echt am Verlieren. Er müsste jetzt den Drachen holen, aber ich glaube, es ist keiner mehr da. Außerdem war der tote Dings und... Blut, Bauch und Donner! Euer Gegner hat ein Fort zerstört. So. Dann kümmere ich mich gerade mal ein bisschen um EP, die ich hier immer noch kläglich vernachlässige. Oder XP, EP, XP, EP. Okay. Und Abgang. Die Flammen läutern alles. Jetzt aufgehalten. Das Problem ist jetzt, dass keiner helfen kann. Wow, 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 wow. Nicht gut. Vergessen werden. Ja. Das wird wohl eine Niederlage werden. Denn irgendwie besser organisiert. Ich stand am Anfang an viel zu lange rum. Ihr scheint eine Festung verloren zu haben. Ja, wohl ein bisschen. Der Gegner hat eure Zitadelle gebaut, könnte man sagen. Ja. Klappt es eben nicht so, wie man es wünscht. Aber das kennen wir ja schon. Das kennt jeder irgendwoher. So. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Was jetzt eine Idee wäre. Da! Wieder und rächt euch. Ja, genau. Tritt gegen drei auf einmal an, das hilft garantiert. Vor allem, wenn du kaum Unterstützung hast. Müll. Ilian ist auch wieder tot, obwohl der gar nicht dabei war. Der ist irgendwo anders draufgegangen. Jetzt haben wir nur noch zwei Festungen gegen die anderen, die noch alle haben. Unter anderem, weil die schon zweimal den Drachen hatten. Boah, wir sind erst 13 Minuten dran. Das ist echt die Höhe, dass wir jetzt schon so enorm zurückliegen. Und das können wir ja im Endeffekt gar nicht mehr irgendwie ausgleichen. Das ist ja rein gar nichts, was ich irgendwie machen könnte. Ja, verbrennende Zorn oder Sengen, was man das macht, trifft mir jetzt natürlich schon ein wenig. Aber nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die uns da oben nicht überrennen, während wir uns das hier holen. Ich hatte manche Angriffe, das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist jetzt nur, schicken wir die mal vor. So, der Turm ist jetzt niedergemäht. Aber oh, verdammt. Bin ich natürlich wieder hier ziemlich angearscht. Ah. Fuck.
Eure Taten werden nicht vergessen. Ich nicht mehr springen, ich hatte keine Mana mehr. Sonst wäre ich da. Ja. Mein 4, 5. Die bezeichnen den als. Die Flammen werden euch holen. Eure Zitadelle wird angegriffen. Tja, ich glaube, da war ich dann im Endeffekt nutzloser. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist zu versuchen, unsere Zitadelle in irgendeiner Form zu verteidigen. Reinspringen. Aber ich habe keine Zeit. Eure Zitadelle wird angegriffen. Ja. Das war doch schon mal ganz gut. Das war amüsant. Doppelkill war doch schon mal nicht schlecht. Ich sollte den Rückzug antreten. Und wenn wir jetzt hier noch irgendwie jemanden erwischen könnten. Das ist schon besser. Ja, haben wir ein bisschen langartiger wäre. Oh. Jetzt konnten wir sie gemeinsam mit Hilfe von dem Zitadelle zurückschlagen. Aber wir haben nur noch 20% und das reicht bei weitem nicht. Das so, von daher. Gut gemacht. Das reicht irgendwie bei weitem nicht. Aber immerhin jetzt 4 zu 6 Kills. Auf geht's! Und die wollte ich mir eigentlich holen. So ein Scheiß, aber auch. Mann! Kann ich die noch nicht mal irgendwie beiholen? Das ist echt total nervig. Einfach weil die anderen viel schneller schalten. Weil die hätten wir jetzt gebraucht, um unter anderem die Festung hier näher zu mähen. Aber es geht einfach nicht mit. Oh, wir sind im Level angekommen. Der Schwein wächst. Der Drachenritter ruft aus dem Stein. Schade. Ah, jetzt hat jetzt Salada einen Blitz preisgesetzt. Achso, wir können ja jetzt nochmal kurz unsere Jungs ein wenig vorantreiben. Und wir haben noch eine. Aktiviert die Schreie. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Wir haben noch eine Runde. So. Wir müssen definitiv zurück. Viel zu spät. Was soll man da machen? Niederlage. Wow. Jetzt habe ich nochmal den meisten Diener- und Gebäudeschaden rausgehauen, aber wohl nur dadurch, dass ich die Festung bei denen angegriffen habe. Aber immerhin war ich zu etwas gut. Ich habe praktisch ein Fort mit meinem Kollegen da alleine niedergerissen. Oh, wer ist denn hier? Heldenauswahl. Helden spielt Heldenliga. Heldenauswahl. Heldenauswahl. Ja, die werden wahrscheinlich nicht Heldenliga spielen können. Dann müsste ich mal Profil ansehen. Der kann wahrscheinlich gar keine Heldenliga spielen. 37 Heldensammlung. Oh, vielleicht doch. Mit einem Freund wäre das natürlich. Ach. Bondi beizutreten. Der ist schon in der Gruppe. Interessant. Hellen
es war 2 Minuten. Dann müsste der aber auch eigentlich das jetzt sehen. Jetzt habe ich den gefragt. Jetzt warte ich noch kurz, aber... Naja, anscheinend... wird es wohl nichts werden. Ich jetzt hier nochmal gefragt, der Gruppe von, die sind beide in der Gruppe, sehr interessant. Jetzt warte ich nochmal kurz, ob sich da jemand meldet. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach so weiter. Bei 2 Siege, 1 Niederlage, 3 Spiele, aber das ist Trell. Dafür ist eben jetzt hier gerade mal was gestiegen. Versuchen wir es so, wenn wir in keine Gruppe reinkommen. Ich könnte ja eigentlich noch angeben, ich suche eine Gruppe. Vielleicht... Moment. Vielleicht, wenn ich... So... Ach nee. Offline. Ich habe so viele Leute, aber die sind alle offline. Und zum Beispiel das hier ist ein Russe. Die hier, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es könnte auch ziemlich in Richtung Russisch gehen, weil die, naja, bei uns um 22 Uhr 16 online sind, was bei denen irgendwie 20 Uhr sein dürfte. Vielleicht auch erst 19 Uhr. Die Zeitverschiebung dahin war ja... Moment. Wo dreht sich so rum? Die kriegen später Tag, kriegen später Abend. Demnach Zeitverschiebung 2, 3, ich glaube bis zu 5 oder 6 Stunden, weil die Russland ja so lang ist. Je nachdem, wo sie eben herkommen. Gut. Dann, ja. Da sind wir wohl im... Wo bin ich denn? Oh. Was auch immer. Gut. Kann jederzeit losgehen. Dann versuche ich es mit Murandin. Obwohl ich erst... Oh. Ach, die anderen haben angefangen, okay. Komm schon, nimm Lili und dann ist gut. Dann haben wir einen Support dabei. Und dann kriegen wir das schon geregelt. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass man nicht zwingend einen Support braucht. Aber... Ach, bis sie es mit mir zu tun bekommen. Möge Elun uns Stärke gewähren. Das ist kein Problem mit 2 Tanks. Denn man braucht kein ausgewogenes Team. Man braucht ein Team, das der Kreuzzug ruft. Da schreibe ich nur Problem. Der eine fragt sicher ich und der andere und Ruf. Noch ein anderer schreibt ja. Sehr interessant dieser Chat. Aber es ist auch wirklich kein Problem, wenn man mit 2 Tanks reingeht und wenn man da gegen die anstinken kann, sollte normal kein Problem sein. Ich bin hier, um zu helfen. Ach, unsere Jaina musste noch wählen. Oder Greenhead. Greenhead. Valla oder Jaina? Ah, fragt sogar noch. Wow, ein goldener Löw. Säbelzahntiger. Okay, ich frag mich, wie man den. Ach, das wollte ich eigentlich gucken. Wie man diesen.